Hallo zusammen, Doktor hier mit einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. In der letzten Folge haben wir eine Nebenquest namens Mord im Tempel angefangen. Die setzen wir jetzt hier fort und dafür müssen wir den Hohepriester oben links stets aus den Fängen von irgendwelchen Banditen retten, bevor die den massakrieren. Da laufen wir jetzt mal hin. Wir hatten eigentlich so ein kleines Phylakis-Helferlein. Der ist schon vorgerannt. Ich hoffe, der überlebt die Nummer. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. So, lass doch mal sehen, was die Boys hier treiben. Ja, oben sind die, dann schlage ich doch den Tod von oben vor. Warte, noch ein bisschen höher. Mein Gott, das ist doch jetzt. Boah, ist das nervig. Ich werde ja wohl irgendwie auf dieses. Das ist Wahnsinn! Mit meinem Tod erreicht ihr gar nichts. Ägypten und Griechenland wachsen zusammen. Unsere Götter kämpfen. Noch nur auf so ein verdammtes Dach hier. Du Heuchler und Gotteslästerer, du hast unsere Tempel geschändet. Bam. Ich mach dich kalt. Hörst du? Super Saiyajin Modus. So. Ja. Hab mich schon gefragt, ob er es auch ist. Ihr seid nun sicher. Ihr habt Glück, dass ihr nicht im Tempel wart. Sonst wärt ihr schon tot. Serapis, die wollten mich abschlachten. Diese Ägypter sind gottlose Dämonen, keine Menschen. Es war ein Ägypter, der euch gerettet hat. Denkt daran, wenn ihr betet und euch bedankt. Wir Magi beschützen jeden, ganz egal wer er ist. Ich ging los, als der Kampf begonnen hatte. Aber ich komme wohl zu spät. Danke für deine Hilfe, Magi. Das macht meine Arbeit hier mit Sicherheit einfacher. Du kommst allerdings etwas spät. Was weißt du über diese Banditen? Ägypter, die mit den Griechen hier unglücklich sind. Wer weiß, aus welchen Löchern sie kamen. Sie sind sicher erbost, einen griechischen Gott hier zu sehen. Ohne Zweifel. Verständlicherweise. Ich bin sicher, es wird noch viel mehr Ärger geben. Die Ptolemäer versuchen uns zu entzweien. Damit hast du leider recht. Griechenland hat Ägypten Wohlstand gebracht. Doch einige lehnen den Fortschritt ab. Das kommt auf deine Vorstellung von Fortschritt an. Fortschritt für Ägypten oder für Griechenland? Leb wohl, Philaketai. Und denke beim Beschützen an meinen Kodex. So, da haben wir bestimmt den Stufenaufstieg jetzt auch geschafft. Jawohl. Bada boom, bada bang. Da haben wir wieder einen. Erhöht den Schaden all deiner Bögen um zusätzliche plus 1%. Kann mehrmals erlangt werden, okay. Naja, 1% ist aber schon sehr wenig. Ich spare mir das auf. Oh, hier ist ja noch was. Nahrung für das Fayum. Okay, nehmen wir die doch auch noch mit. Nap. Ich sah dich beim Philaki-Teil von Karanis. Bist du ein Beschützer? Das bin ich. Stimmt irgendwas nicht. Bitte, wir brauchen Hilfe. Gestern wurde mein Gatte Zeuge von etwas Beängstigendem. Soldaten zerrten einen Mann unter den Tempel. Dann hörte er Schreie. Wir leiden schon Hunger, weil es kein Korn gibt. Jetzt habe ich auch noch Angst, dass sie meinen Mann mitnehmen. Wir können keinen mehr trauen. Nicht mal den Philaki-Teil. Ich rede mit deinem Mann. Wo kann ich ihn finden?
Er ist Steinmetz in der Nähe des Tempels. Bitte sei vorsichtig. Die Soldaten dürfen euch nicht sehen. Hallöchen. Steinmetz, deine Frau hat mich aufgesucht. Sch, wie bist du hier hochgekommen? Bei Amun, diese Frau gibt keine Ruhe. Ich sagte ihr, was können wir tun? Uns normal verhalten. Ja, genau, ganz normal. Beruhige dich. Du hast gesehen, wie Soldaten jemanden unter den Tempel gezerrt haben? Ja, nein. Doch. Also gut, es stimmt. Es war nicht das erste Mal, aber gestern war es anders. Es gab Schreie, die die Götter geweckt hätten. So viele Schreie. Nun bitte, lass mich allein, bevor uns jemand sieht. Verhalte dich ganz normal. Okay, wir ermitteln wieder. Einige Menschen können nicht pfeifen. Hier sollte ich vor. Das muss der Ort sein, den der Steinmetz meinte. Dich selbst zu pfählen? Du bist es fast nicht wert zu sprechen. Das wirst du prüfen. So. Bei Amun. Was ist hier geschehen? Nachricht vom Metzger. Deine Bezahlung befindet sich am üblichen Ort unter dem badenden Sobek. Das Krokodil darf nicht enttäuscht werden. Nimm dem Bauern seinen Arm ab, sag ihm, der Nächste, der sich weigert, verliert seinen Kopf. Der Metzger. Jemand, der sich Metzger nennt, erpresst die Bauern. Da liegt der Arm tatsächlich auf dem Grill. Ich folge der Spur seiner Beute. Ein badender Sobek. Ein Bad geht nicht ohne Wasser. Also ein Sobek im Wasser. Okay. Haben wir schon wieder super durchermittelt hier, diesen Fall. Wahnsinn. In der Nähe gibt es eine Sobek-Ruine. Da könnte die Beute des Metzgers sein.
Auf dem Schiff, oder was? Okay. Das sind Wachen. Dann bin ich richtig. Der badende Sobek muss in der Nähe sein. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Hier muss irgendwie ein versunkener... Tempel sein. Ja. Da ist er. Ich glaube, der badende Sobek ist blöderweise ein echtes Krokodil, aber... Ah, da habe ich den. Ah, ist die Beute da. Ne, Moment. Eins von drei. Ich glaube, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Oh, oh. Sie hat eine Gravur von Soknopayu auf der Brust. Das liegt westlich von hier. Die Münzen sind in Säcken, in denen sonst Korn gelagert wird. Kommen Sie aus einem Lagerhaus? Schön. So, können wir ein gutes Stück in die Richtung segeln eigentlich? Verspricht Frieden und Überfluss. Ein neues Zeitalter des Wohlstands, den griechischen Innovationen sei Dank. Wohlstand. Eine Menge Wachen für ein einfaches Lagerhaus. Das muss der Ort sein. Ich muss vorbei, wenn ich antworten will.
Na gut. Ja, so ein Attentat auf beide, so ein Double Kill wäre natürlich eine feine Sache. Jetzt kommt der dritte auch noch dazu, ey. Diese Zone ist tabu. Glaub, dann werde ich erstmal den hier wegräumen. Sehr schön. Gucken, was hier so geht. Der Metzger ist in der Nähe. Was verstecken diese Halunken? Sie haben ihm auf Befehl des Metzgers den Arm abgeschlagen. Dann sind wir wohl nur noch Verbrecher, keine Soldaten. Sprich etwas leiser. Scheiße. Dafür bin ich wirklich nicht der Armee beigetreten. Es bringt dir aber dein Essen auf den Tisch. Finde dich damit ab. Wenn der Metzger sagt, spring, dann spring. So ist das eben. Und jetzt sei still, bevor uns jemand hört. Hier verstecken sie das ganze Korn, das sie direkt von den Tischen der Familien im Fayum stehlen. Diese gierigen Drecksäcke. Ich sollte mich umsehen. So, wo waren wir? Der Schreiber hat es vermisst. Was? Ja, okay. Ich deck mich natürlich sofort. Es gibt Ärger! Auf geht's! Okay, dann noch mehr Korn. Untersuchen wir mal wieder. Die Armen verhungern, während die Reichen ihre Lager füllen. Das muss aufhören. Ich sollte mich weiter umsehen. Dringende Nachricht vom Metzger. Bewahre das Korn wie üblich auf. Die Lieferung geht nächste Woche raus, also sorge dafür, dass alles bereit ist. Bring die letzte Stückliste hoch zu meinem Arbeitszimmer in der Villa, wo ich unaufhörlich daran arbeite, deine Fehler zu beheben. Mach noch weitere Fehler, dann ist dein Kopf fällig. Ah, das ist es. Der Metzger ist in einem Haus in der Nähe. Höchste Zeit, mich mit diesem Metzger zu unterhalten. Ja, mal gucken, wer es ist. Wahrscheinlich einfach der örtliche Metzger oder so. Eine prunkvolle Villa. Ja. Errichtet auf den Rücken der armen Bauern des Fayum. Mal kurz den Ort geklärt hier. Cool. Kann ich mal ganz kurz aufklären noch? Okay, das hat uns jetzt so gar nicht weitergebracht, würde ich sagen.
Ja, Männer. Wie kommt man denn so zu euch? Da nicht. Ah, hier. Ah. Hier ist der Wlacker, der sich in meine Geschäfte einmischt. Wir haben gerade von dir gesprochen. Du stiehlst das Korn aus dem Fayum. Menschen hungern für den Profit. Du kommst nicht aus dem Fayum, oder? Dein Akzent stinkt nach Hinterwäldler. Dieses Korn gehört auf ägyptische Teller. Du armer, naiver Malakia. Meine Befehle kommen von ganz oben. Wenn nicht ich, dann tut es ein anderer. So ist das Geschäft. Man begleicht seine Schulden oder ich hol sie mir. Nichts Persönliches. Du hast die Wahl. Lass mich in Ruhe und lebe oder stirb. Andere dachten genau wie du. Dann ermordeten sie meinen Sohn. Alles ist persönlich, du dreckiger Naked Yadet. Ja, ist wie ein Fremdsprachenkurs hier, ne? Hier Assassin's Creed. Es. Herrlich. Wachen, erledigt das. Scheißkeller, sterb! So, er kriegt jetzt mal schön meinen Super Saiyajin-Modus zu spüren. Und bam. Möge der Verborgene dich grüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Bam. Sehr schön. Ui. Ui. Da gibt's viel zu klauen. Mist. Ah doch, hier. Eisen, okay. Gut, gut, ja, haben wir noch schön hier eine Nebenquest abgeschlossen. Hier ist auch noch voll viel Zeug drin. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Okay, sehr schön. So, haben wir die Quest auch. Ja, hier ziehen die aber wieder an, hier die Level. 37 bis 40, 34, 38, 32 bis 35. Aber ja, da muss ich auf jeden Fall auch nochmal hin. 30 bis 33. Hier könnte ich mich nochmal blicken lassen, finde ich. Ach, da ist auch noch eine Nebenquest. Da bin ich schon mal unterwegs gewesen. Den Bereich könnte man sich ja angucken. Da ist nämlich auch noch eine Nebenquest. Na, guck mal, da ist auch noch was. Da könnte ich hinreisen. Da ist natürlich der Phylakis unterwegs, aber...
Ja, mit Blick auf die Uhr mache ich doch einfach mal eine Schnellreise dahin und check die Nebenquest noch aus. Wo ist denn da der Eingang? Hier. Okay. Wie hässlich, sie vor den Kleinen zu töten. Was war los hier? Wer war er? Neff. Die Kinder nannten ihn Vater. Das ist sein Haus. Das ist sein Haus. Du bist verletzt. Darauf scheiß ich. Die römische Hexe, die das getan hat, fährt heute mit dem Boot nach Alexandria. Hilf mir, sie stückchenweise an die Krokodile zu verfüttern. Ich gehe auch allein. Du brauchst nicht noch mehr Blut vergießen. Ich tue das selbst. Wäre es das denn wert, die Kinder ohne Schutz zu lassen? Zerstöre ihren Namen, Bayek von Siva. Eile ist geboten. Sonst flieht dieses Monstrum noch. Senu findet Schiff mit bunten Segeln schneller als ich. Na? Ist wohl auch ein Stück weit entfernt, ne? Da oben irgendwo. Alles klar, so ein Schiff müssen wir da finden. Dann würde ich aber sagen, mit Blick auf die laufende Zeit dieser Folge, dass wir das nicht mehr in dieser Folge machen, sondern hier nahtlos in der nächsten Folge ansetzen und dieses Schiff suchen. Ich sage bis hierhin danke fürs Zuschauen, wie üblich. Und ja, bis zur nächsten Folge.